Hallo, schön, dass ihr alle wieder da seid. Und damit meine ich natürlich auch dich, lieber Carsten. Hi, Jan. Hier ist der neue Welle-Podcast 2959. Eine heiße Ausgabe könnte das heute werden. Bis zu 35 Grad sind angekündigt. Über welche Themen wollen wir sprechen? Ein Thema aus Karlsruhe. Ich bin mir sicher, würden Menschen aus der Vergangenheit jetzt in diese Zeit hier reisen, in der wir uns bewegen, würden nach Karlsruhe kommen, zum Zirkel fahren, dann würden sie sagen, nee, das muss 2050 sein. Hä, was würden Menschen aus der Vergangenheit kommen zum Zirkel fahren? Denk doch mal drüber nach, du hast ja gleich geantwortet. Ja, was? Zum Zirkel. Kennst du den Zirkel nicht in Karlsruhe? Das ist eine Straße. Nee, den Zirkel kenne ich nicht. Okay. Würden sie da hinfahren, in die Straße, die Zirkel heißt, würden sie nicht glauben, dass wir erst 2021 haben, sondern sie würden denken, Mensch, das muss viel weiter in der Zukunft sein, denn dort steht seit dieser Woche etwas. Ich hab doch gesagt, 35 Grad. Das ist echt der Hammer. Was hast du, Jan? Ich bin enttäuscht. Was? Ich bin enttäuscht von meiner großen Liebe, von meiner geliebten Heimatstadt Baden-Baden. Vor kurzem gab es schon die Hiobsbotschaft, dass Baden-Baden nicht mehr die älteste Stadt Deutschlands ist, also mit dem höchsten Altersdurchschnitt. Ja, also das konnte ich ja schon schwer verkraften. Und jetzt hat Baden-Baden gleich noch einen Titel verloren. Wir müssen drüber reden. 2959. Der neue Welle Podcast. Bevor wir einsteigen in die Themen, unsere Lieblingsrubrik Neues aus hinter den Kulissen. Du hast ein Thema angekündigt. Wollen wir darüber erst drüber sprechen? Nee, mach erst dein Thema, das besser ist für den Übergang. Johanna Schulz hat uns geschrieben und zwar schreibt sie, hallo lieber Carsten und Jan, ich höre euren Podcast sehr gerne und jetzt kommt's. Verspüre seit Wochen den sehr starken Drang, diesen Podcast noch intensiver zu unterstützen. Das finde ich schon mal gut. Das wäre auch richtig gut. Endlich mal jemand. Ich finde es schade, dass es bis jetzt kaum eine Möglichkeit gibt, sich untereinander über die verschiedenen Meldungen auszutauschen. Meine Idee, also ihre Idee von Johanna wäre, man könnte auf Discord extra einen Server des Podcasts einrichten, der Text- und Sprachkanäle hat und dazu dient, dass sich die Hörer des Podcasts über die Meldungen austauschen und auch direkt Themenvorschläge machen können. Super. Ich würde mich sehr freuen, wenn das klappen würde. Viele Grüße, Johanna. Ja. Liebe Johanna, vielen Dank für diese Mail. Dieser sehr starke Drang, diesen Podcast zu unterstützen, großartig, finde ich großartig. Ich hatte versucht, ich habe die Mail Anfang der Woche gelesen und hatte mir so eine Mental Note gemacht, dass ich mich mal darüber informiere. Of course you have. Was eigentlich Discord ist. Kennst du Discord? Ich kenne das nicht. Ja, Discord kenne ich. Was ist das? Das ist, ich weiß es nicht. Aber du hast doch gesagt, du kennst das. Ja, ich weiß, also, vor einem halben Jahr gab es mal Clubhouse, ne? Da haben doch alle über Clubhouse gesprochen, was ich auch nicht verstanden habe. Und vor zwei Jahren haben mal alle über Discord gesprochen. Okay. Aber keine Ahnung, das ist irgendein soziales Netzwerk, aber ehrlich gesagt, ich glaube, da kann man sich so, ich glaube, es ist so eine Art Zoom-Konferenz, aber für alle möglichen Leute, die auch sich anonym zusammenschalten wollen. Aber nicht live, oder wie? Oder ich doch? Glaube, es ist live. Ich glaube, es ist live. Okay, weil Clubhouse sind aufgezeichnete Nachrichten, die man untereinander anhört und verschickt. Und Clubhouse war, glaube ich, live. Du, ich habe keine Ahnung. Sorry, Johanna, bei Facebook war ich schon. Okay. Also Facebook war mein letztes Ding, was ich verstanden habe. Und dann alles, was danach kam, bin ich raus. Instagram verstehe ich nicht, Snapchat habe ich nicht verstanden, TikTok verstehe ich nicht, Clubhouse, Discord. Ich werde mich mal reinarbeiten in die Discord-Sache. Oh, das finde ich eine gute Idee. Weil ich nämlich, auch die liebe Johanna, bin voll auf deiner Seite. Ich finde ja Radio so geil, weil man die Möglichkeit hat, mit dem Konsumenten so einfach in Kontakt zu kommen, per Telefon. Ich mache sehr gerne den Podcast, aber das stört mich daran, dass wir so relativ wenig die Möglichkeit haben, in Kommunikation zu treten. So. Und wenn das jetzt eine Möglichkeit wäre, wäre das cool. Also als ich noch studiert habe, lange, lange ist es her. In Baden-Baden. Nicht in Baden-Baden. In Mannheim. Ja, da habe ich mal gelernt, dass es, weiß nicht mehr, in welchem Fach das war, wie definiert man ein Massenmedium? Und ich kann mich nicht mehr an alles daran erinnern. Also Massenmedium ist klar, eben Zeitung zum Beispiel, damals war Zeitung noch ein Massenmedium. Ist schon lange her. Ist sehr lange her als Zeitung noch. Nee, ist schon noch. Und da ging es natürlich darum, hohe Auflage. Und eine Definition, ein Merkmal, was ich mir gut merken konnte, war kein Rückkanal oder nur geringe, wenige Rückkanäle. Das heißt also, der Zeitungsleser hat nur wenig Möglichkeiten,
die Zeitung zu kontaktieren, also sich an dem ganzen Geschehen zu beteiligen, nämlich nur Leserbriefe. Und hatte da auch nur die Möglichkeit, eben seinen Senf dazu zu geben. Und nur wenn der Redakteur, der Chefredakteur gesagt hat, diesen Leserbrief drucken wir ab, dann hatte er auch irgendwie eine Möglichkeit, gehört zu werden. Und so ist ja früher, war es ja beim Radio auch so, du hattest ja nur die Möglichkeit, da irgendwie mal anzurufen oder eben da vielleicht eine Postkarte zu schreiben. Ja. Aber das hat sich ja spätestens mit Facebook und WhatsApp brutal geändert, vor allen Dingen bei uns. Aber laut der Definition wären Facebook und WhatsApp dann kein Massenmedium. Weil du hast ja gesagt, es ist ein Kennzeichen eines Massenmediums, dass es nur einen sehr geringen Rückkanal gibt. Ja. Dann ist Facebook kein Massenmedium, ja, weil da gibt es ja den harten Rückkanal. Da kann ja jeder reinschreiben und es taucht auch sofort online auf. Ach so, meinst du? Ja, wahrscheinlich. Ja, ist ja ein soziales Netzwerk. Du, ich kann jetzt nicht zu tief in diese Diskussion eintauchen. Ich weiß nur, dass ich das mal gelernt habe, kein Rückkanal oder nur wenig Rückkanalmöglichkeiten. Und seit Facebook und seit WhatsApp, da ist es ja unfassbar. Also du kannst ja... Ja. Also was ich für Feedback bekomme bei der Radiosendung, ich weiß noch, vor WhatsApp war das was ganz anderes. Also die Leute schreiben ja, die schreiben ja auch rein, hey, ich habe eine neue Nummer oder hey, manchmal sind wir ja auch in so Verteilern drin, treffen uns nachher am Applesee. Da antworte ich immer, ich sag's im Radio durch. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir darüber sprechen, aber ja. Nee, wegen Johanna. Das hat sich krass geändert. Und mit Discord und Clubhouse und sowas gibt es wahrscheinlich noch zahlreich mehr Möglichkeiten, dass man eben den Hörer, die Hörerin da mehr einbinden kann. Wenn du dich dann darum schlau machen kannst. Das mache ich mal. Siehst du mal, ich habe hier gefährliches Halbwissen abgeliefert. Da sieht man mal, wie... Ja, dafür sind wir ja bekannt. Also wie gefährlich das Halbwissen sein kann. Eigentlich müssen wir uns umbenennen. So, dann kommen wir jetzt zu deinem Thema. Ja, vielleicht dauert es auch ein bisschen zu lang. Vielleicht, ich wollte einfach nur mal ganz kurz Luft ablassen, weil ich finde, wir leben in einer so komplizierten Welt. Das passt auch ganz gut zu dem, was die Johanna gesagt hat. Wir leben in einer vernetzten, komplizierten und komplexen Welt. Und ich finde, es ist okay, es muss okay sein, wenn da auch mal was kaputt geht. Wenn da auch mal die Straßenbahn kaputt geht, wie diese Woche geschehen in Karlsruhe, da hat sich irgendwie ein Teer, hat man festgestellt, der Teer verträgt die hohen Temperaturen nicht und der wird dann weich und wenn dann ein Auto drüber fährt oder die Straßenbahn, dann ist nicht mehr sicher und deswegen musste der komplette Straßenbahnverkehr eingestellt werden. Teilweise laufen ja die Bahnen jetzt noch nicht richtig. Und ich finde, es ist okay. Es muss okay sein, dass in dieser komplexen, komplizierten Welt sowas auch mal kaputt geht. Ich weiß genau, was du meinst. Und ich finde, man muss dann nicht, wenn dann mal sowas passiert, wo ja Gott sei Dank, also niemand, soweit ich weiß, niemand verletzt ist oder irgendwie was Schlimmeres passiert wäre, da muss man nicht seinen ganzen Hass bei Facebook in die Kommentare schreiben. Muss man nicht. Es gibt keinen Anlass, dies zu tun. Also wir haben darüber berichtet und 30 Minuten, nachdem wir das online gepostet hatten, hatten wir 175 Kommentare und da war nur negativer Hass drin. Was da nicht alles drin stand. Und das ist so traurig. Also was soll das denn, Leute? Das ist doch okay. Es darf auch mal was kaputt gehen. Ja, ich finde, das ist ein gutes Thema. Wir wachsen daran. Nur wenn was kaputt geht. Eigentlich ein schönes Thema, über das man echt hätte, das hätte man zum Hauptthema des heutigen Podcasts machen können. Weil dieses Verständnis, dass immer alles funktionieren muss und nur weil ich Geld bezahlt habe, hat das auch alles so zu funktionieren, weil die Leute regen sich ja immer über diesen Kanal auf. Ne? Ich habe jetzt 3,50 Euro für mein Ticket bezahlt oder mir eine Tageskarte gezahlt und jetzt habe ich auch ein Recht, dass nichts kaputt gehen darf. Ja. Das ist halt auch nur mal eine Technik, da kann auch mal irgendwas schief gehen. Ja, Menschen machen schon. Fehler, da hat halt jemand den Teer, vermute ich jetzt mal, der da verwendet würde, falsch gemixt oder falsch gekauft oder zu billig eingekauft, ne? Wenn sich die Preise erhöhen. Wer billig kauft, kauft zweimal, Leute. Und dafür gibt es immer auch diese scheiß klugen Sprüche. Und also ich finde, es muss doch okay sein. Aber es sind nicht alle, Jan. Du gehst da auf diese Seite und man hat immer so ein bisschen auch das Gefühl, das ist auch ein Grund, warum ich wirklich in den letzten Monaten 3-4 Mal davor war, mich komplett bei Facebook abzumelden. Absolut. Man hat immer so das Gefühl, dass alle so sind. Nein. Aber ich erzähle dir jetzt eine andere Geschichte. Ich freue mich drauf. Und ja. zwar habe ich Montag, ne? Montagabend, 16:30 ist das passiert. Ne? Was haben wir heute? Donnerstag? Nee, Dienstag. Ja, stimmt, war am Dienstag. Und am Dienstag hat mein Sohn Jonglage. Und dann habe ich ihn abgeholt und zwar zu Fuß, weil das bei uns gleich um die Ecke ist. Und dann kam mir eine junge Frau entgegen, die mich ansprach und mich fragte, wie sie dann nach Haaksfeld käme. Ja.
Und das war irgendwie so, weiß ich nicht, weil Haxfeld ist von mir auch noch ein Stückchen. Ja. Und ich hatte bis dahin noch gar nicht mitbekommen, dass die Bahnen nicht fahren. Und die war aber total nett. Und dann habe ich mein Handy aufgemacht, weil ich dann auch erst, ich wollte ihr, hast keine, du eine Bahn im, ich wollte, nein, ich wollte ihr keinen Scheiß erzählen. Ja. Und dann habe ich mein Handy aufgemacht und dann hat sie mir auch ihre Straße gesagt. Und dann haben wir das eingegeben und dann habe ich ihr das gezeigt und so weiter. Und habe ich sie gefragt, warum? Dann meinte sie, ja, die Bahnen sind ausgefallen und ich gehe jetzt von hier so zu Fuß nach Hause eine Stunde. Mhm. Und die war aber total friedlich. Ja, ja. Also die hat sich da überhaupt nicht beschwert oder hat irgendwie gemeint jetzt, oh, so ein Mist. Und dann haben wir gesagt, muss ich halt jetzt ein bisschen gehen. So. Ja. Fand ich cool. Also ich bin auch zu 100% davon überzeugt, dass das nur eine ganz kleine Minderheit ist, die ihren ganzen Hass dann eben auf Facebook ablegt, weil jeder normale, kluge Mensch, der versteht das auch. Aber deswegen, ich wollte es einfach nur nochmal sagen, wer auch immer sowas macht, das ist eben nur eine Minderheit. Und die Leute denken dann aber, ach guck mal hier, die sehen das alle genauso wie ich. Ja. Die dürfen, den muss man manchmal eben in Erinnerung rufen, dass kluge Menschen das eben nicht unbedingt bei Facebook posten. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Ich finde, das ist ein total geiles Thema. Dieser Hass bei Facebook und dieses auch, wenn man es liest, denkt man, bin ich der einzig Normale noch, nur noch oder bin ich umgeben von Dödeln? Ja. Ich habe mal bei einem anderen Radiosender gearbeitet und der hatte zu Ostern die Idee, einen Hasen im Studio zu halten. So, das war so der grobe Plan. Und dann wurde für diesen Hasen ein riesen Käfig gekauft. Das war also wirklich der Hase hatte einen Käfig, der war größer wie meine Wohnung, in der ich damals gewohnt habe. Und jetzt ist aber Folgendes passiert. Jetzt hat dieser Hase ein Leckauge bekommen. Der Hase wurde ins Internet live übertragen, die ganze Woche über. Mhm. Der hatte so eine Webcam und so weiter. Und jetzt hat dieser Hase so ein Leckauge bekommen. Was für Hasen? Das passiert. Das hat mit nichts irgendwie zu tun. Mhm. Dieser Hase wurde auch ab und an mal rausgeführt und durfte auf einer Wiese und so weiter. Also alle haben sich Mühe gegeben, dass es diesem Hasen gut geht. Und dann hat dieser Radiosender einen Shitstorm bekommen. Du kannst es dir nicht vorstellen. Die Seite ist explodiert. E-Mails kamen rein und so weiter. Sodass der Sender sich genötigt gefühlt hat, diese Aktion abzubrechen. Einfach so. Mhm. Also komplett aus dem Programm zu nehmen. Damit waren Gewinnspiel, Aktionen, spezielle Songs, alles für die Katz, weil Leute unfassbar darauf negativ reagiert haben. Wie könne so ein Kommerzsender so eine Aktion machen? Und dieser Radiosender hat sich dann mal die Mühe gemacht, da hat jemanden beauftragt und hat mal geguckt, woher kommen denn all diese Nachrichten? Mhm. So. War alles eine Person? Fast. Es hatte eine Person, die Mitglied ist in einem Tierschutzverein, an diesen, und das ist eine Facebook-Gruppe in der Schweiz gewesen, weitergeleitet. Aha. Die aus der Schweiz haben, die hatten irgendwie 1500 Mitglieder, die haben das wiederum in ihren Foren gepostet. Und es war am Ende so, dass diese Aktion gestorben ist, nicht weil die direkten Hörer es nicht wollten, sondern weil es Tierschützer, die überhaupt keine Ahnung hatten, was wir da machen, in der Schweiz, in Österreich und Belgien davon mitbekommen haben. Und das finde ich halt auch krass. Das muss man einfach auch wissen, dass das manchmal so ein Schneeballprinzip kriegt. Das ist eine super schöne Geschichte, die du erzählst. Die du da nicht aufhalten kannst. Das ist eine super Geschichte. Ich glaube, mit dieser Geschichte kannst du auch erklären, warum Donald Trump an die Macht kommen konnte, weil es wahrscheinlich genau so gelaufen ist. Es ist wahrscheinlich genau so gelaufen. Also das ist echt der Hammer. Krass, jetzt haben wir schon wieder die Hälfte des Podcasts verquatscht. Wollen wir gleich einen anrufen? Ganz kurz, deine Geschichte. Ah ja, jetzt ist auch wieder so ein negatives Ding. Scheiße, wie sind wir dann drauf? Eigentlich ist doch Sommer, Corona geht runter, wir müssten eigentlich besser drauf sein. Ja. Mich hat so eine Geschichte, ich wollte einfach nur noch mal ein bisschen Servicecasten wieder machen. Die Nummer da in Rheinstetten hast du bestimmt auch bekommen. Der Hund auf dem Parkplatz Eppelsee, der da wieder im Auto war. Und es passiert jedes Jahr. Du denkst auch, das ist auch etwas, das stirbt nie aus, dass irgendjemand seinen Hund oder sein Haustier bei 35 Grad einfach im Auto lässt, in der prallen Sonne. Wahnsinn. Und naja, es ist passiert, was passiert, die Polizei kam. Ich lasse nicht mal eine Cola im Auto in der prallen Sonne. Und es ist passiert, was passieren musste. Die Polizei kam, hat die Scheibe eingeschlagen, hat den Hund gerettet. Ja. Und Drama, 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 der kriegt eine Anzeige und so weiter. Was ich aber jetzt mal gemacht habe, ist, ich habe mich mal hingesetzt. Ich wusste das auch nicht. Es gibt eine Hitzetabelle. Es gibt eine Hitzetabelle fürs Auto. Da steht also ganz genau, wie viel Grad haben wir heute? Heute bist du 34, 35? Also nehmen wir mal 36 Grad. Dann haben wir nach 5 Minuten im Auto, pass auf, dann haben wir nach 5 Minuten im Auto 40 Grad. Das ist noch nicht so viel. Ja. So, nach nochmal, also insgesamt 10 Minuten, haben wir schon 45 Grad. Und ab hier übersteigt es die Körpertemperatur, ab hier wird es kritisch.
Und bereits nach 30 Minuten sind es 55 bis 60 Grad und da herrscht schon Lebensgefahr für alles, was da im Auto ohne Schatten und auch ohne was zu trinken drin ist. Also das geht echt ratzeschnell. Das hat hier nichts irgendwie mal zu tun mit, ich lasse den ganzen Tag das, sondern bereits eine halbe Stunde reicht aus, um das Haustier in Gefahr zu bringen. So. Und Hunde können nicht schwitzen. Das auch, das habe ich auch gelesen. Große Überschrift. Hunde können nicht schwitzen, können nur hecheln. Hecheln. Ja, okay. Ja. Meine Geschichte ist auch, also ja, klar, macht man nicht. Also Hund. Leute, wer, also ich glaube, meinst du, es sind die gleichen Leute, die bei Facebook ihren Hass ablassen, die auch absichtlich ihren Hund im Auto lassen? Das ist ein und derselbe und Schlag. Weißt du, was das Problem ist? Das sind nicht unsere Hörer. Das können nicht unsere Hörer sein. Also was wir hier machen, ist Preaching to the Converted. Ein oder zwei Hörer haben wir davon auch. Weißt du, ich glaube. Doch, wir haben zu im Radio vielleicht, aber nicht beim Podcast. Ja, beim Podcast, okay. Wir rufen unsere Hörer doch ständig. Wobei, das sind ja die Radiohörer, die wir anrufen. Nee, das haben wir nicht. Weil das fand ich auch geil. Es fällt mir gerade ein. Uns hat eine Hörerin geschrieben aus Waldbronn, die sich darüber beschwert hat, dass zwischen Waldbronn und Karlsruher Hauptbahnhof kein Ersatzverkehr eingerichtet wurde. Und das fand ich geil. Das kann ich verstehen, dass sie sich darüber ärgert. Yeah. Und jetzt hat sie aber von uns als Radiosender verlangt, dass wir bei den Bahnbetrieben anrufen und uns in ihrem Namen beschweren. Das fand ich auch geil. Das war aber Facebook. Ja. Oder war das Facebook? Oder wo das ist das? Wie so in Kasso. Wie so ein Inkasso-Unternehmen. Man kann uns, nein, das ist per WhatsApp reingekommen. Ach so. Man kann uns engagieren, um irgendjemand anderen zu dissen. Ja. Ja, okay, also ein, zwei, die und noch einer. Ja. Aber ansonsten haben wir solche Hörer nicht. Meine kleine Geschichte, bevor wir jemanden anrufen, ich habe gesagt, meine geliebte Heimatstadt ist nicht mehr das, für was ich sie mal so geliebt habe. Vor kurzem, letzten Monat, hat Baden-Baden schon seinen Titel verloren als die Stadt mit den ältesten Einwohnern. Ja. Ist jetzt irgendwas bei Waldshut. Irgendein Friedhof bei Waldshut. Entschuldigung. Das ist gut. Und jetzt ist Baden-Baden auch nicht mehr die Stadt mit den meisten Millionären in Baden-Württemberg. WTF, Carsten. WTF. What the fuck, oder heißt das? Okay. Was zum Fick? WZF. Was ist passiert? Was ist passiert? Keine Ahnung. Ich meine, die haben alles aufgefahren. Die haben ja sogar Thomas Gottschalk dahin geholt. Obwohl, der macht ja mittlerweile so viel, da muss auch das Geld knapp sein. Seine neue Frau, die kostet. Oder die alte vielleicht. Man weiß es nicht. Aber jetzt, ohne Mist, gibt es in der Statistik dann auch, wo es hingegangen ist? Heidelberg ist jetzt die Stadt mit den meisten Millionären. Heidelberg. Verwechsel ich immer mit Heilbronn. Heidelberg ist wunderschön. Heidelberg bei dir in der Ecke, oder? Wirklich auch verdient. Ja, Mannheim, Heidelberg. Ist so, auch, ne? Auf jeden Fall gutes Zeichen schon mal. Beide Städte sind im Sendegebiet. Ja. Beide, das ist schon mal klar. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Du musst zurückziehen. Nee, ich würde den Schnitt senken, aber ich dachte vielleicht eher, das wollte ich dir vorschlagen. Du so als Morgenshow-Moderator zur Primetime. Es ist, liebe Podcast-Hörer, an dieser Stelle geht wieder das Morgenshow-Moderator-Gedisse los. Das hatten wir schon so drei, vier Mal im Podcast. Ja, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, was los ist. Wir können ja eine Anzeige für Baden-Baden schalten, was die Millionäre wieder zurückholt. Steuerfreiheit brauchen wir auf jeden Fall für Millionäre. Ja. Wir brauchen, vielleicht haben wir auch zu viele Poller, da kommen die Ferraris nicht rüber. Die sind ja so tief, die Aston Martins und die Ferraris. Wenn wir zu viel von diesen Huckeln in der Einkaufsstraße haben, dann geht das auch nicht. Ja, vielleicht müssen wir so eine Initiative mal starten. Aber ich finde auch, wir könnten Heidelberg dissen. Also ich meine, Heidelberg ist ja echt schön und so, aber Baden-Baden ist viel cooler. Also für Reiche. In Heidelberg hast du die ganze Stadt voll mit den Touristen. Ja. Und in Baden-Baden ist easy going. Ja. Aber Fakt ist, Margret Mergen muss sich da was überlegen. Absolut. Sie muss sich da was überlegen. Wir könnten das Tempolimit aufheben innerhalb von Baden-Baden, genau. Sodass man eben auch mit 150 wegmachen. Den Blitzer wegmachen. Nicht mehr so viele Blitzer auf die B500 stellen. Genau. Das ist eine super Idee. Das Tempolimit im Tunnel wegmachen. Ja. Warum darf man denn da nur 70 fahren? Vor allen Dingen, da möchte man schnell fahren, wenn man so ein Auto hat, weil das röhrt ja so schön. Genau. Weißt du, du willst ja die 450 Pferdestärken hören. Alles sehr gute Ideen. Großartig. Wir können auch die Parkbänke, damit das Gesocks nicht rumlungert, die können wir auch abschrauben. Man muss in Baden-Baden, das ist ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall irgendwas machen, dass sich junge Leute nicht mit dem Hintern auf die Rückenlehne setzen. Was hab ich da früher Ärger bekommen, wenn du halt auf der Parkbank. Ja, wie Füße auf die Sitzfläche und dann mit dem Hintern auf der. Ist das so? Ist das in Baden-Baden nicht gern gesehen? an der Fieserbrücke, wenn du so an der Fieserbrücke saßt. Ich hab fast versucht hinzufahren jetzt. Das machen wir. So viel das Ärger wird, bekommen. Wenn es mal irgendwann ist, wenn wir brauchen ein Podcast-Foto.
Ja, also so ein, so weißt du, wo, dann machen wir das, dann fahren wir an die Fieserbrücke und dann setzen wir uns so richtig rebellenmäßig da so rauf. Also, oder in, also ich meine, das finde ich ja auch scheiße, macht man nicht, aber hat man natürlich gemacht als 15-Jähriger in der im Bus, hinne, im Vierer, halt die Füße auf die gegenüberliegende Seite. Da kam dann schon zu Recht auch immer eine Zurechtweisung von den älteren Damen und Herren. Aber deswegen hat man es ja natürlich gemacht. Dann kam auch immer der Satz, wem kärschen du? Und also, wer sind denn deine Eltern? Ja. Und das war dann schon deswegen hat man es gemacht, wegen der Provokation. Aber die, ja, also ich finde, ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte gerade, keine Ahnung. Also ich finde, es ist eine sehr starke Meldung. Also diese Meldung habe ich noch nicht gehört, die war wirklich mir auch komplett neu. Ja. Ja, ich finde, es nach 30 Jahren Millionärshauptstadt in dieser Region ist das ein Wachwechsel. Also das ist schon eine bedeutende Meldung. Ja. Nachdem ich den Morningshow-Moderator gedisst habe, könnte ich noch die Öffentlich-Rechtlichen dissen. Was ist los, SWR? Zahlt ihr nicht mehr genügend? Was ist los? Ja. Muss die Gebühr wieder erhöht werden? Damit die Kollegen vom Öffentlich-Rechtlichen wieder mehr Kohle auf dem Konto haben und Baden-Baden seinen Titel wieder zurückbekommt. Jetzt rufen wir jemanden an, ja. Los, das ist so schön. Letzte Woche hatten wir echt kein Glück. Und dann kam noch Pech dazu. Hatten wir lange kein Glück mehr, glaube ich, ne? Was ist das denn wieder für eine Nummer? Das ist doch wieder. Aber mich hat letzt Patrick gefragt, liebe Grüße, wann er denn eine WhatsApp schicken muss, damit Patrick? Wir ihn zurückrufen. Patrick, so ein Hörer, der schickt auch immer Nachrichten, Blitzermelder und sowas. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, mittwochs um 12. Ach so. Aber dummerweise ist heute Donnerstag. Wollen wir da mal gucken, ob er gestern um 12 eine geschickt hat? Ich kann ja zurückscrollen. Kannst du das? Gestern? Ah, ich sehe die Zeiten nicht. Da müsste ich wieder anklicken. Ja, wenn er zwischenzeitlich wieder was geschrieben hätte, würdest du es auch nicht sehen. Du müsstest nach Patrick suchen. Soll ich mal Patrick machen? Dann rufen wir den jetzt an. Ach komm, wir rufen einfach Patrick an. Natürlich rufen wir Patrick an. Ich habe ihn schon gesucht. Ja, ich weiß Gruß nicht. Patrick steht hier. Zeig mal ein Foto. Warte, ich leg erstmal wieder auf. Du weißt, ich kann keine zwei Sachen gleichzeitig. Dann bricht hier das System zusammen. Ist er das? Nee, das ist kein Foto. Ah, doch, da oben. Nee, ich glaube. Dann geh mal zurück, da waren mehrere Patricks. Warte mal. Ach, das ist alles so. Brauchst du eine Brille, sag mal? Du hältst dir das aber ziemlich weit weg vom Gesicht. Bist du zu eitel für eine Brille oder wie? Oder habe ich Patrick? Ich habe Patrick mit CK geschrieben. Ja, der schreibt sich Patrick mit CK, aber ich glaube, er sagt Patrick. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich schreibt er nur Paddy drunter oder irgendwie so. Also das ist ganz blöd, wenn man jetzt hier nach Leuten sucht, dann wird einem nicht das Profilbild angezeigt. Ich muss jetzt alle weil wir anklicken. Sie nicht abgespeichert haben. Aber er wird doch mit Gruß Patrick unterschrieben haben, vom 9.6. Ja, es haben das ganz ist doch viele mit Gruß Patrick unterschrieben. Aber ich kann jetzt nicht sagen, welcher das ist, weil sorry, nee, geht nicht. Also wir haben ja jetzt gerade wieder nicht kein Glück gehabt beim Zurückrufen. Lieber Patrick, wenn du das hörst, schreib uns mal eine Mail und das geht über www.dieneuewelle.de. Da füllst du das Formular aus und dann schreibst du deine Nummer rein und rufen wir dich beim nächsten Podcast zurück. Sorry. Kriegen wir nicht hin, ne? Ich krieg's nicht hin. Man muss doch dazu sagen, das ist echt klein. Das ist ein normales Handy, du brauchst eine Brille, Junge. Ja, also so eine Brille, was braucht man da für eine? Eine Brille halt. Ja, das, aber so eine, das sind so zwei Gläser, was braucht man da für eine? Ja, aber das Problem, ich hab ja so eine aus der Apotheke, ja, zu Hause. Aus der Apotheke? Ja, so aus du gehst DM. Zum Optiker. Wie heißt das? DM, so ein ja, Drogeriemarkt. Da gibt's doch so Brillen für so Leute, die nicht mehr lesen können, wenn sie älter werden. Ja, aber du musst mal zum Optiker gehen. Kurzsichtig, bin weitsichtig, genau. Dann kannst du gut kurz gucken. Ja, aber nee, wenn ich weitsichtig. Nee, du kannst gut weit sehen, so. Weitsichtig. Ja, du bist weitsichtig. Ja. So. Altersweitsicht sagt man auch. Altersweise heißt das bei mir. Beides. Ja. Aber du musst zum Optiker gehen, so richtig schönen Optiker. Die haben meistens so ein Kellergewölbe, da wirst du dann reingeführt und dann machen die mit dir so einen geilen Sehtest, wie damals, als du einen Führerschein machen musstest. Und da kommen auch oftmals ganz tolle Sachen raus, so eine schöne Augenverkrümmung oder irgend sowas. Ja, mach ich. Nee, halt, stopp. Das Dumme an der Geschichte ist ja jetzt, mein lieber Kollege, dass das alle gehört haben. Du wirst berichten nächstes Mal. Alles klar. Niemals wird das. Er wird sich was ausdenken. Ja, das Ergebnis kann ich mir schon vorstellen. Also mir ist ja echt immer unangenehm, ne? Weil ich habe ja auch die Schrift an meinem Handy so groß gestellt.
Aber du bist nicht der, der im Studio immer auf Schriftgröße 81 hat. Nein, das bin ich nicht. Das geht überraschenderweise. Das geht noch. Das ist ein Kollege, der noch ein wenig älter ist. Weil es wahrscheinlich übrigens auch eine Brille trägt. Tick weiter weg ist. Ja, das kann sein. Der Bildschirm, meistens hat man das Handy ja so 30 Zentimeter vorm Gesicht. Ja. Dann ist das so. Ich habe auch letzte, also ist auch immer ganz unangenehm, wenn dir Leute was auf dem Handy zeigen und du kannst nichts sehen. Dann machst du so, gehst zurück und dann ist, ach nee, kannst immer noch nicht sehen. Dann sagst du nur, ah ja, krass, geil. Ah, das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste. Wenn man nach zweimal Nachfragen sich dafür entscheidet, so zu tun, als wäre es immer super. Ja. Komm, wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Das ist gut. Nee, also ich habe noch eine schöne Meldung hier aus Karlsruhe und zwar, wir sind ja Technologieregion und beweisen das der Welt, möchte ich auch an der Stelle mal wieder sagen, denn das, was wir jetzt hier in Karlsruhe, und das steht ja für alle, haben... Stimmt, diese Meldung mit dem Zirkel, endlich! Ja, genau, das ist die Meldung aus dem Zirkel oder vom Zirkel und da gibt es jetzt... Wo ist denn der Zirkel? Ach, ist das hier da in der Innenstadt, dieses Ding am... Also es ist auf jeden Fall in der Innenstadt. Es ist, wenn du parallel zur Kaiserstraße, Kaiserallee, also zur Einkaufsstraße da hinter versetzt. Das ist eine Fahrradstraße eigentlich. Ah, okay. Und das ist dann vorm Schloss auch so die letzte Straße, wo man so querfahren kann. Ja, okay. Na jedenfalls hat man da jetzt gesagt, da fahren immer so viele Autos durch und das ist blöd, das will man nicht. Verkehrsberuhigte Zone. Anwohner, Rettungskräfte ja, Rest nein. Man kann das aber, viele nutzen das aber als Umfahrung, wenn es durch den eigentlichen Tunnel da nicht mehr geht. Und jetzt hat man sich da was überlegt, man hat also Poller gebaut und zwar modernsten Poller der Welt. Diese Poller, die mit künstlicher Intelligenz erkennen die, ob dieses Fahrzeug, was jetzt davor steht, zufahrtsberechtigt ist oder nicht. Okay. Yes, Baby, genau so. Okay. Und wenn diese künstliche Intelligenz sagt, ja, mein Freund, mit den Reifen kommst du hier rein, dann fährt es automatisch runter. Und das Fahrzeug fährt durch. Anwohner dürfen rein, Einsatzfahrzeuge dürfen rein. Wie erkennt dieses System jetzt? Ja, das ist die große Frage. Kannst du das beantworten? Ja, natürlich. Natürlich kann ich das beantworten. Weil wir waren ja auf der Pressekonferenz. Du warst... Nein, ich nicht. Christina ist auf der Pressekonferenz gewesen. Auf die Pressekonferenz. Na, jedenfalls, Christina war auf der Pressekonferenz und Christina hat alles mitgebracht, was es nicht bei vier... Also alles mitgebracht. Ja. Ne? Also Schnittchen abgefasst und auch noch ganz viele Informationen mitgebracht. Und zwar steckt hinter der künstlichen Intelligenz ein optischer Sensor, also ne, Video kann das erkennen. Und man hat also dahinter eine Software, eine künstliche Intelligenz installiert und hat dieser ganz viele Bilder von Feuerwehrfahrzeugen gezeigt und eben auch von Fahrzeugen, die dort anwohnerberechtigt sind. Ja. So, und diese künstliche Intelligenz hat sich das gemerkt, wie ein Kind das Malen lernt, ein Feuerwehrfahrzeug zu malen lernt, so mit Leuchten und dann denkt man, ach, eine Leiter wäre vielleicht auch nicht schlecht und ah, die sind ein bisschen größer, ah, die haben da hinten so eine Silberscheibe, die man hoch und runter machen kann und das hat das alles gespeichert und wenn jetzt sozusagen ein Auto davor fährt, wird es erkannt, runter, zack, rein. Ja, aber... Ich sehe eine kritische Falte hier, ja. Du bist noch nicht überzeugt. Ja, aber wie geht das denn bei den Anwohnern? Da geht es doch ganz easy per Nummernschild. Also, da kannst du doch nicht sagen, jeder, der... Hebel mir doch nicht meine Meldung nicht aus. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Christina, wie funktioniert das? Danke. Ja, Christina. Christina macht heute die Bildregie. Deswegen sitzt sie hinter mir. Also, nein, vielleicht hat man ja auch gesagt Opel Kadett. Ja, aber dann kann weißt ja du, jeder dann hat, Opel und dann hat man ganz, rein. Nein, es ist ein besonderer, der einen grünen Duftbaum hat. Also bei den Krankenwagen und bei den Feuerwehren, da verstehe ich das, da macht das Sinn. Aber ich denke, bei den Anwohnern, sonst könnte ja jeder, der eine Ente fährt... Nee, aber wenn es keine blaue Ente ist und das Blau nicht vielleicht leicht verwaschen ist, hinten einen kleinen Delle in der Stoßstange hat. So krass, funktioniert. Ich denke, ich hoffe, ich weiß es nicht. Nee, also ich glaube, bei der Feuerwehr und beim Krankenwagen... wird das genauso sein. Also die Frage ist nur, was ist, wenn du dir so ein altes Feuerwehrauto kaufst? Da gibt es ja so ausrangierte Busse. Ja, oder ein Taxi oder so. Weißt du so? Ja, genau, das stimmt. Oder wenn du dein Auto eben so ähnlich anmalst wie ein Polizeiauto. Das gibt es ja auch, ne? Es gibt ja so eine bestimmte Farbkombination. Was fährst du nochmal für ein Auto? Einen japanischen Kleinwagen. Wollen wir da mal so eine blaue Leuchte drauf machen und mal gucken, ob wir da reinkommen am Zirkel? Das sollten wir auf jeden Fall tun. Das finde ich eine sehr gute Idee. Habe ich eh schon lange vorgehabt, mal zu machen. Du hast eine blaue Leuchte. Vielleicht habe ich sogar. Ich habe so eine im Handschuhfach, die man dann mit so einem telefongewirbelten Kabel in den, wie heißt das, Feueranzünder steckt. Und dann ja, und dann aufs Dach einfach rauf. Und dann immer schön bei Bruchsal durch die Baustelle. Da gab es so eine Geschichte, dass ich Tatort geguckt habe und dann war so ein Tatort-Kommissar, der fuhr irgendwie so ein Golf 1 und packt dann seine Sirene drauf
und fährt dann irgendwie durch die Stadt in München oder irgendwie. Und ich dachte, sag mal, das wollt ihr mich verarschen. Never, niemals wird irgendwie so ein Polizeibeamter noch mit dem Golf 1 fahren und darin so eine Sirene haben. Ja. Und am nächsten Tag fahre ich über die Karlsruher Südtangente, war genau exakt die gleiche Situation. Vor mir so Golf 1 packt die Sirene raus und fährt los. Geil, die sind ja auch super selten. Also war Golf 1 ist schon geil. Offiziell ist ja schon ein paar Tage her. War entweder auch fake, durfte der vielleicht gar nicht, oder war offiziell. Das war der neue Welle-Podcast 2959. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Zeit läuft wieder hier.